und da in der Mitte oben. Morgi mit F, nee, mit T, ne? Mit T gedrückt halten. High Tat. Yo, Alter! High Tat. Nein! Das versuche ich ja erst seit anderthalb Stunden zu erzählen, aber. Wir haben zu tun? Ja, wir haben zu tun. Wir haben keine Zeit. Alles muss schneller gehen. Wow, ich bin nicht gestorben. Okay, schnell weg. Huch, das sieht jetzt aus. Es geht übrigens weiter. Oh, das ist aber eine coole Treppe. Top, tolle Treppe. Server braucht ein Update, schreibt jemand im Chat. Ja, geil, ich will auch. Gab ein Update. Okay, ich mache nach Hause. Wenn sie sich jetzt noch mehr melden, dann müssen wir den Server neu starten. Ja, hey. Wow, hier sind drei T-Rexe. Ja, ey, mach mit. Was denn? Wir sind unproduktiv. Mach mit. Höchstes Level 64. Greif nicht an den. Nochmal die Fortress offen gehen. Nein, hier hinter dir. Ja, warte, da wollte ich gratulieren. Kannst du machen. Ich bin hier oben. Oh, tolle Leiter. Ey, das sieht man so. Ich hang dich. Oh. Ey, das sieht man so fett aus mit ohne Helm und so weiter und noch mit dem Dino und alles. Das ist über das ein Qualen. Ich bin. Ich kann hier unter die Zähling nicht. Ja, diesen Kettwurf nicht machen. Ich denke es low. André, soll man das Auto-Turret, was drin steht, nicht lieber auf low stellen? Ja. Ja, ne? Ja, wir müssen den Server neu starten. Echt? Okay. Ich mach noch schnell nach Hause, ich bin 10 Sekunden da. Wenn es nicht passiert. Ja, ich sag mal so 3 Minuten oder so, ne? Okay. Ich bin übrigens gerade bei unserer alten Base, Leute. Das ist ein sehr trauriger Anblick gewesen, die. Oh, man hat sie gerade gesehen, kurz. Aber ich will jetzt nicht nochmal hochlaufen, ich mach jetzt nach Hause. Ich hab Angst, dass jetzt irgendwas passiert. Immer noch Slow-Mo? Nee, BB. Nee. Aber ich wusste gar nicht, dass das hier auch geht. Ich hab Rücken. Was ist da los? Was wir jetzt machen, so für Level. Mal denken, so. Mal auf, bleib mal so. Was hast du gesagt, André? Bleib mal stehen. Ich sag, was wir jetzt machen könnten, wären Boote. Also sprich, sorry. Brauchen wir Hide, oder? Ja, Hide, Holz und. Okay, Leute, besorgt mal für den André mal noch ein bisschen Zeug, dass er Raps machen kann. Vor allem Hide. Hide Wood und. Ja, Zeit schon was. Fiber. Ich hol Wood. Was macht ihr denn? Wie macht das auch denn? Oh. Wenn ich komme und es ist nichts mehr. Das ist nicht. Was habt ihr gemacht? Das kann man immer machen. Go, go, hi! Was habt ihr gemacht? Alter Jungs. Bitte, wir haben nur noch 2 Minuten, ne? Dann ist Server Restart. Und guck nach oben, oder was? Ja. Richtig. Aber mit Scuba geht das nicht, weil ich hab quasi ein Wirbelsäulen-Stabilisator am Rücken. Ich kann das nicht. Guck mal hier, wie der Dino die anguckt. So, scheiße Tür zu machen. So, okay, ich hau mal das ganze Polymer. Der wird so kümmern am Tor gelegen. Ja, ne? Ich hau das Polymer an den rechten Fabrikator, wo ich gerade draufstehe, okay, weil ich bin überladen. Habe ich in der Pause irgendwas verpasst? Nein. Nö. Wohin soll ich das Holz hinpacken, Hans? Ja, am besten wäre, wenn du irgendwie eine extra Kiste hättest, wo man das reinhauen kann. Extra 3 Truhen bauen, so für dich. Ich habe auch nochmal 1200 Hide. Na, wer möchte Limbo spielen? Nee. Ja, ihr seht schon aus wie Stadtwohn, macht das schön. Macht doch toll. Das Ding ist nur, ich weiß, wenn wir jetzt hier angegriffen wären, dann ist es deswegen gescheiter. Wahrscheinlich. Dass es nicht geklappt hat mit dem Verteidigen. Ist nur ein bisschen Yoga. So, als Strafe gibt's eine neue Frisur. Oh nein, bitte nicht. Ich hab mich gerade dran gewöhnt. Ja, so ist das. Wenn man Unsinn macht, kriegt man eine neue Frisur. André, warte mal. Neben der Tür baue ich mal nichts.
Weil eigentlich sieht André gut so aus, finde ich. Eigentlich sollte man das so lassen. Nee, du gefällst mir so mit den Haaren. Soll ich dir einen Bart schneiden? Kann ich das machen? Du bist so eine Frau, oder? Okay. Wundere dich nicht, dass du jetzt einen kleinen Bartwuchs bekommst. So, ich hau dich mal ein bisschen Halt rein, hab ich leider nicht. So, okay. Und dann sammeln wir erstmal. So, okay, dann nochmal an die Zuschauer. Also oben sind jetzt jede Seite 4 Turrets, je 100 Schuss erstmal. Ein paar, die jetzt aus sind, sind noch nicht beladen. Also es wird langsam, es wird langsam. André muss jetzt unbedingt ganz schnell Level 85 werden. Und deswegen werden wir für ihn jetzt mal ganz schnell noch Heid und so besorgen, dass er Rafts machen kann. Dann können wir nämlich Superforge machen. Als auch die Alchemie-Bench war das auch gewesen, ab 85, ne? Okay, alles klar. So, also Heid besorgen und ich werde jetzt auch gleich währenddessen mal gucken, dass wir jetzt endlich mal noch ein paar Dinos finden, weil wir rennen ja auch selber rum und so weiter. Ist sogar am besten im Redwood. Links von der Base, da sind drei Paracels, gemischt gut halt. Level 84, wenn man den nicht Moment, besser... Moment, Cast the Engineer ist bei uns in der Nähe. Der hat wahrscheinlich unsere Base gesehen. Warte mal, der ist noch ausgelockt. Wenn er aus dem großen Tor rauskommt, in Richtung Stargate. Okay, ganz schnell, du willst beladen weiter. Und Raketen machen. Wollen wir jetzt doch die Bäume mal fällen? Ich fäll mal die hier, die Base sind. Oh, bitte jetzt nicht. Wir brauchen noch eine Viertelstunde vielleicht. Ich kill den, okay. Ja, wenn die uns gesehen haben. Nee, warte noch. Haben die uns gesehen? Ne, die hat uns gesehen, ja. Ist ein Einzelner oder was? Okay. Ist er tot? Ne, noch nicht. Wo ist er denn? Jetzt ist er tot. Ach, ich du, oder? Ja, der. Ja, sein Seba ist noch hier. Ja, kill ihn. Ah, dann kommen die jetzt bestimmt gleich zu uns alle. Wahrscheinlich. Okay, Leute. So schnell wie möglich auf Defense noch ein bisschen was, was halt geht. Das Stargate ist angeführt. Der Pechvogel steht hier noch rum. Da kann sich ja schon mal jemand drauf mounten. Das ist gut. Ich sehe gerade nichts. Wer geht auf den Vogel? Das kann ich machen. Also ich habe keinen rauskommen sehen. Ist die Fahrt angedeht? Ja, jetzt wäre es hier ausgegangen. Vielleicht hat sich hier jemand verwehrt. Vielleicht war ja gerade sie dir auf der anderen Seite. Jetzt haben wir irgendwo Fleisch reingepackt? Fleisch zu essen. Fleisch mal irgendwo in den... Okay, Leute, rüstet euch alle mal so ein bisschen aus. So wenigstens so Longneck, ein paar Schuss und so weiter. Oder Darts wenigstens. Jo. Aber kriege ich auch meistens aufs Gesicht. Oh. So, Superforge 1 läuft. Ja, voll. Weißt du wo? Oh, 112er selber. Oh, nice. Ein Lauf der Superforge, pass auf, Ali. Achso, die wird hergestellt. Ja. Denkst du dir? Super, hä? Vor deinem inneren Auge eine Superforge entlang gelaufen? Könnte das. Sorry. Könnte das ein neuer Ska werden? Wo ist mein Dino hin? Nein. Der ist weg. Der ist weg. Wie kann er weg sein? Ich muss gleich mal nach dem suchen, der ist weggesprungen. Oh nein, das sind ja zwei selber. Und ein 80er. Ich muss den Dino wiederfinden. Der ist wirklich weg. Der folgt mir auch nicht mehr.
Der selber hat draufgehauen und dann ist der plötzlich verschwunden. Also der ist nicht gestorben oder so. Ja, der müsste eigentlich nur irgendwo rumstehen, das ist irgendein scheiß Bug. Dreck, ey. Das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Das war vorhin bei dem Parasair schon so gewesen, da ist er so 10 Meter nach hinten geklitscht plötzlich. Also, das Problem ist noch nicht das Abhang. Das heißt, er kann sonst wo jetzt sein. Jupp. Yep. Ich versuche gleich beide selber auf einmal zu tamen. Das sind 80er und 100er, 110er oder so. Okay, einen habe ich. Problem ist, dass ich kein Fleisch jetzt habe. Na, gehen wir schon hin. Den Greifen können wir mal mitnehmen. Hol ich jetzt sogar mal eine Rakete raus, das weiß. Ich habe einen Disconnect, während ich einen Bär zähme. Oh nein. Alter. Yay, ich habe mich aus meiner Gips selber getötet. So weit weg? Der Base schießt einer? Ja, das war ich aus Versehen. Ich bin rausgetappt. Ich bin im Redwood am See. Also ich bin sehr weit weg. Kein Mist. Oh, jetzt geht er an Greif. Schwinde. Die sterben einfach nicht. Ich bin dann langsam richtig sauer, weil der scheiß Dino weg ist. Ich bräuchte den jetzt eigentlich. Der war Level 24, Alter. Ich muss übelst viel Schaden machen. Also der 100er Bär liegt. Nice. Sehr gut. Okay, selber ist 150 geworden. Ist eigentlich okay, ne? Ja, total. Ja, ist cool. Problem ist nur, dass jetzt der Greif auf den geht. Wie viel Leben hatten der noch? 1300. Oh, das ist gerade extrem uncool. Lol, meine Rüstung ist kaputt. Das lädt langsam. Ich habe auch keine Pfeile mehr. Fuck! Okay, ich muss weg. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst hier. Ah, ich habe Schnappi wiedergefunden. Okay, jetzt wenden wir das Blatt. Das steht auf dem scheiß Stein! Bist du wahrscheinlich ganz im Kreis rumgelaufen oder was? War bestimmt lustig zuzugucken, Max, oder? Aber weißt du, der ist wirklich dahin geklitscht. Das sieht man dann auch im Video. So ein Krampf wird hier. Die ganze Rüstung ist kaputt. Also irgendwie ist das lächerlich, wie viel die Greifen aushalten. Ich kann das nicht. Ey, mir reicht's jetzt. Liegt das gerade? Nein, nein, nein. Bam! 1000 Schaden in your face, Drecksvieh. Soll ich den abbauen, während ich einen Dino sitze? Nee. Ich würde ja gerne den anderen selber auch noch mitnehmen. Um das mal aufzuklären, die Greifen halten nicht mehr aus, aber wenn du nicht kontinuierlich drauf schießt, macht deine erhöhte Lebensregeneration quasi das aus, dass wenn die eine Kugel gefangen haben und die dann ein bisschen Pause haben, sich einfach wieder hochhalten. Ah, nein, 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 nein! Losbeamen. Ja, ohne Rüstung und Saber-Tame ist nicht so einfach. Jetzt ist der schon wieder weggeklitscht. Mal sehen. Nein, 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 nein. Ich weiß nicht, ob du nur zuguckst, Baxter. Das muss total lächerlich aussehen. Also ich hab's jetzt gerade auch einmal richtig drauf, wie der irgendwie 20 Meter nach hinten hüpft. Hä? Wo sind wir? Oh nein, das sind Spieler. Und ich bin nackig.
Okay, ich verziehe mich. Komm mit selber. 37 oder so, irgendwas war das. Irgendwas mit 40 und 30. Jau, ich bin Sause. 40. Endlich. 43. 43, 37. Jo. Yay! Wir haben eine super Forge, unglaublich. Läuft doch, oder? Ganz schön hell hier kann es sein. Ein bisschen grell. Ist immer so, wenn man von draußen reinkommt. Echt? André, die Wand, die aus Metall ist, die bleibt stehen, ja? Die wird weitergezogen, ja? Aus Metall? Okay. Die Frage ist auch, ob wir dann jetzt erstmal auf die zweite Super Forge fahren wollen. Ja. Wird schon sagen, oder? Ja, auf jeden Fall viel leichter, zeitsparend alles. Dafür. Okay, dann mach mal. Greta ist auch dafür. Aber wir müssen Greta noch einen Maulwurf besorgen, ne? Einen richtigen Maulwurf. Ich kriege einen Maulwurf, haben sie gesagt. Reicht bestimmt auch, wenn ich der original Maulwurf nur kurz wird. Nee, das reicht nicht. Kurz Witz. Sag mal, Bugs, spielst du eigentlich mit oder so, oder machst du es wegfällt? Ich will auch gerade sagen, ich höre irgendwie Stimmen. Mann, ich muss halt 8 Stunden auch mal einen Satz sagen. Du. Ja, Spaß. Es kommt halt immer drauf an, was man alle 8 Stunden sagt. So. Unser Star jetzt zusammengewirrt. Leute, unser Star jetzt zusammengewirrt, ne? Nicht geil. Cool. Irgendwie ist es hier ganz schön gerodet. Ja, ich hab's ein bisschen frei gemacht. Die hat rasiert. Oh. Das ist ja richtig. So, die Turrets auf dem Dach haben wir jetzt hier so rein, 100, fast alle 150 aus einem. Na, ist doch gut. So, und jetzt kommen bestimmt irgendwie 8 T-Rex Level 190 oder so. Also, du hattest gesehen, in dem Fabricator daneben hatte ich auch noch Muni gemacht, ne? Nee, hab ich nicht gesehen. Achso, dann ist da auch noch was drin. Das Einzige, was mich an der Friese stört, auch wenn es cool aussieht, ist, dass es auffällig ist irgendwie. Aber ich lasse es trotzdem so, weil es cool aussieht. So. Aber bislang kommt keiner durch. Ah, den Stein kann man echt hier oben lassen, das ist eine gute Deckung. Welchen Stein? Oben, auf der, wo man vom Stargate runter gucken kann. Und den? Ja. Okay. Dann lasse ich den da. So, nächste Fuhre würde ich mitkommen. Muss ich ausgeladen werden, glaube ich. Ein bisschen creepy, dass immer ständig der Stargate angeliefert war. Ja. Irgendwie schon. Die wollen uns zermürben. Ja, das zermürbt uns nicht. Stimmt. Aber oh mein Gott, schon wieder ist das Target angelegt. Einfach jetzt mal schnell zweite Superforge. Dann werden das hier schön ausgleichen mit Metall und ein dritte Superforge. Ein vierte Superforge. Nee, keine Frage. Passt so. Ja, passt so. Dann brauchen wir mal noch so einen zweiten Grinder. Ja, der ist schon überfüllt, ne? Weil hier ist nur Chitin drin, ich kann keine Kohle mehr reinmachen, um Gunpowder zu machen. Okay. Unser Tor wird dann gewählt? Jo, das bin ich. Okay. Turret wird angewählt? Ja, mich auch gerade ein bisschen irritiert. Ja, Beam ist es. Beam wäre Wolf! Ich tue es.